Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Und ja, unser Sohn ist verletzt, unser Sohn ist krank. Krank war er, genau. Und nimm die Gartentür. Mein Boot liegt den Weg runter. Wir versuchen ihm jetzt Hilfe zu verschaffen. Ausgerechnet Helhe. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Oh, Athena. Athena. Raus aus meinem Kopf. Wirkt alles so düster. Na, wo führt es dahin? Wir sind angekommen. Wow. Soll ich mit Axt bekämpfen? Ich glaube, wir sind mit Axt zu nehmen, ne? Ja, Kreuze.
Oh yeah. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Schön. Oh ja, jetzt sind wir sehen, wie wir gute Dienste leisten. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt. In deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim. Ja. Mega geil. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Ja, ich bin geflüchtet. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya, was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein, wird es auch nie werden. Sohn. Mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein.
Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. So ernst ist es. Keine Sorge, ich werde dich im Auge behalten. Chaosflammen. Zauber. Mythheims Auge der Kraft. Habe ich die ganzen Zauber damals alle nicht gekauft? Ich will jetzt mal was nachgucken. Was ist denn das hier? Ruhmkraft um 3, okay. Runenkraft habe ich 30. So, jetzt schauen wir mal kurz, weil das interessiert mich jetzt gerade. Auferstehungssteiger. Oh. Berserker. Gut. Wunschstern hat das keiner, aber Fähigkeiten. Ein paar Kombos machen. Beim Sprinten, das ist gut. Ja. Waffe erstmal aufpumpen, bevor wir weitergehen. Jetzt, da Freya dir die Weltenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Helheim. Muspelheim. Niflheim. Asgard. Svartheim. Helheim. Der Bifröst. Stark. Okay, gehen wir mal weiter. Ich halte dir den Rücken frei. Lass Danke mich dir. Diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Ja, man sieht ja gar nichts. Die Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten.
Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brückenwächter, der den Zugang überwacht, zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke, sie müsste uns direkt zu ihm führen. Weißt du, ich hatte gehofft, diesen Ort nie wieder. Schön. Ah, schaut mal da oben. Verbrenne Hailstornen mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Die Hefte der Rahmen haben wir schon. Ein Rudenangriff. Was kann er denn damit? So. Damit wir irgendwas haben, nehmen wir das schon mal. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. So. Nur irgendwo ein Rabe hier unterwegs. Da achten wir ja auch drauf. Geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. Zu viele Tote. Ah, müssen wir hier lang. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Wieder gut gemacht. So, irgendwo ein Rabe in der Nähe. Also ich sehe jetzt mal keinen. Da können wir lang klettern. Okay.
Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kam sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Seba. Wow. In Hel? Oh, nein, nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Mhm. Da ist ja noch einer. Okay, deswegen könnte man hier hoch. Nur deswegen. Aber gut, zwei Rahmen. Ich meine, wir haben schon die Hefte erreicht. Nur die Hefte. Warum nicht? Wenn man es genau nimmt, die Hefte. So. Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Ich? Darüber... Ich will mal kurz hier lang. Ja, hier komme ich mit den Jungen rein. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie, die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Herz? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Herz ist gut. Komm her, Kollege. Yeah.
Ach du Scheiße, liebe Leute. Der ist nicht schwach. Mal leben. Weg da! Jetzt hab ich dich.
schön. Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Was ist das denn? Schön Blut überströmt. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos! Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Sein. Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Erstmal uns noch die Kiste. Dann schauen wir uns um, ob wir noch einen Rahmen hier finden. Bevor wir irgendwas irgendwie hier machen. Da sind wir gekommen. Nun gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Vogelmann. Ciao.